2. Hi. Müsste sie kurz am Hals untersuchen. Na, das war jetzt auch sinnlos. Und Ork. Ein Raufbold. Das ist schon hart. Einfach hart. Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge per Anhalter durch Himmelsrand. Guck mal, der Schmied ist die Füße am Waschen, wie cool. Ja, ich begrüße euch in diese neue Woche auch. Ist ja Montag. Ich habe gehört, was geschehen ist. Und die Gilde schuldet euch etwas. Danke, dass ihr es ans Licht gebracht habt. Ja, danke, Tonilia. Ich Mercer wird sich auf jeden Fall zur Grenze von Himmelsrand begeben. Ich hoffe, ihr findet ihn, bevor er uns endgültig entkommt. Natürlich. Wir werden dem den Gar ausmachen. Etwas davon. Ich wollte aber eigentlich nur handeln mit dir, meine Gute. Schnell mal gucken, wie mein Inventar ausschaut. Ich muss ja auch immer wieder ein bisschen reinfinden. Nach dem Eisspalter. Das Ziel erleidet 45 Punkte Frostschaden, kann das Ziel für 2 Sekunden lähmen. Lähmen und Frostschaden. Eisspalter. Gar nicht mal schlecht. Klar, wir haben stärkeres Zeug, aber jemand, der jetzt nicht auf Verzaubern spielt, würde ich das gar nicht mal so übel finden, muss ich sagen. Hier noch. Ja, wir müssen wieder einen goldenen Diamant. Kette. Wieder neu schmieden. Ich habe da wieder mal was verkauft von unserem Zeug. Ist ja nicht das erste Mal. Aber nur eine. Nur die einhändig, oder was war das, Bögen? Die ist einhändig, leichte Rüstung. Dann war das Bögen und keine Ahnung was. Magika vielleicht? Na, egal. Wir machen die dann irgendwann mal neu. Ich habe Münzen und ich habe Waren. Mal sehen, ob wir uns einigen können. Ja, sind uns doch immer einig, meine gute Tonilia. Arktische Eschen, die kannst du haben. Will ich nicht. Oh, wir haben... Doch, klar. Diebesgut. Oh ja, das müssen wir unbedingt immer verkaufen jetzt. Wir sind ja noch fast in jeder Stadt ein gesuchter Schwerverbrecher. Wenn ihr Mercer findet, gebt ihm keine Chance. Bringt es hinter euch und tötet ihn. War aber ganz nice. Die Folge 200 hat mir mega Spaß gemacht. Die dunkle Bruderschaft scheint wieder überall aktiv zu sein. Oh. Keine Zeit für lange Worte. Ich muss Mercer finden, bevor er mich findet. Ich habe was für dich. Guck mal da, die Statue, die Büste des Grauen Fuchses gefunden für dich, Delvin. Oh ja, nach dieser kleinen Schönheit habe ich gesucht. Habe ich mir doch gedacht. Wenn ihr wieder einmal seltene Schmuckstücke wie dieses findet, dann bringt sie zu mir. Ich verspreche euch dafür eine schöne Belohnung. Yay. Das muss von Mercer stammen. Ja. Er hat eine Weile großen Respekt vor dem grauen Fuchs. Klar, das kaufe ich. Hier, bitte. Och, das gehörte dem Mercer, aber das muss ich haben. Das wird gefährlich. So. Lasst euch nicht überrumpeln. Das schon mal erledigt. Und ich... Und die sind immer noch. Strafe ist für. Angriffsmodus. Ganz Strafe Gilde. Ist für Mercer frei zu milde. Für seinen Verrat hat er den Tod verdient. Ja, zum Glück bin ich ja auch Mitglied der Bruderschaft. Dann ist das ja auch kein Problem. Mit wem muss ich denn quatschen? Mit Brynjolf. Wo ist denn der? Am Tisch. Genau. Der hat ja jetzt die Tischposition eingenommen. Seht ihr hier? Büste, die steht. Doch, wir steht haben die auf Stadt dem abgesucht Tisch. Und mit jedem Kontakt gesprochen.
Narsa bleibt spurlos verschwunden. Ah, nein. Hattet ihr mehr Glück? Mist. Kann ich die aufstellen? Vielleicht. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Nee, Narsa bleibt spurlos verschwunden. Zu schweren. Hattet ihr mehr Glück? Tiefen Schwerpunkt. Oh, beinahe. Nein. Kacke, warum habe ich die runtergeschmissen? Nein. Sieht doch so nice aus, wenn das alles da steht. Mit jedem Kontakt gesprochen. Und er greift sie natürlich spurlos verschwunden. Am Sockel unten. Ihr mehr Glück? Logisch, würde ich auch so machen. Kacke. Nein. Die muss doch hier stehen. Ich lade gleich zurück, ich sag's euch. Okay. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Narsa bleibt spurlos verschwunden. Ich bin erst... Hattet ihr mehr Glück? Mann, kann doch nicht sein. Zumindest auf dem Tisch liegen. Unförmiges Ding. Nicht mehr anfassen. Rinjolf! Oder kann ich? Kann ich? Doch, ich könnte wohl ganz, ganz kurz zurückladen. Hat er doch einen Speicherstand? Nein! Das ist doch Kacke. Strafe würde die ist für Messer frei zu milde. Gerne annageln oder anschrauben. Oh, schön. Jetzt gehen wir von der Seite zu ihm. Rinjol! Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Ja. Narsa bleibt spurlos verschwunden. Okay. Hattet ihr mehr Glück? Ja, klar, klar. Ich war nicht... er war nicht da, aber ich habe diese Pläne gefunden. Bei Shaws Bart. Er ist hinter den Augen der Falmer her? Was? War Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Okay, dann müssen wir ihn aufhalten. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Ja. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, meine Rede. Bis zum nächsten Mal, Bürschchen. Was, Bürschchen? Alter. Musst du mal aufpassen. Jetzt nicht, Bürschchen. Kalia hat gesagt, es sei wichtig. Ja. Ich verstehe es auch nicht. Es genau. Steht alles sicher, das schwöre ich. Ich hoffe für euch, dass das nicht eine weitere Verschwendung meines Geldes ist. Jetzt nicht, Bürschchen. Kalia hat gesagt, es sei wichtig. Ja, Brynjolf. Wo musst du denn hin? Hier, okay. Nun, Bryn, dann warte... Brynjolf, es ist Hallo. Zeit, über Mercers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Ja, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Narsa Frey hat versucht, euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Gallus ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Du hast davon daran gehört? Ja, müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Ich nicht. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Okay. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Kenn ich. Muss ich jetzt dahin? Oder mit euch? Oder wir gehen einfach mal. Ich bin noch dabei, alles zu lernen, aber ich werde das schon schaffen. Ja, aber auf jeden Fall. Ich helfe dir immer gerne. Mein Name ist Gartar. Merkt ihn euch, denn ihr werdet viel von mir hören. Freut mich. Mit dir hatten wir schon gequatscht. Ihr genehmigt euch einen Wein. Trinkt einen für mich mit. Nee, ich trinke nicht, ja, aber danke. Braucht ihr etwas? Ich trinke nur Kaffee. Der ist noch ein bisschen heiß, aber... Oh, super. Super. Die volle Koffeindröhnung. Ich bin nämlich gerade aus dem Bettchen raus. Und wow. Oh, Morgendämmerung. Wie schön. Oh.
Warum gefällt mir das immer so? Ich liebe solche... Die goldene Stunde, nenne ich das. Morgen- und Abenddämmerung. Das ist einfach... Wow. Und sie haben das echt gut hingekriegt im Spiel, finde ich. Guckt euch mal die Farben an. Nee, es ist wohl Abenddämmerung. Ja, ja. Sieht nämlich nicht gleich aus. Ja, ich bin noch ganz verschlafen eigentlich. Aber ich muss aufnehmen, sonst habe ich wieder zu wenig Zeit, oder besser gesagt YouTube, um das zu verarbeiten. Deswegen früh aufstehen und aufnehmen, wenn ich das nicht am Abend vorher mache. Aber das finde ich auch noch angenehm, so eine Morgenaufnahme. Ah ja, aber habt ihr mich denn überholt? Ich bin froh, dass ihr hier seid. Welche Bedeutung hat dieser Ort? Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer Frey zu besiegen. Was für einen Vorteil? Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Ja. Ich würde es aber schon jetzt gerne wissen. Was wurde aus Mercers lebendig... Was? Ah. Was wurde aus Mercer lebendig schnappen? In dem Moment, als mein Pfeil euch bei der Schneeschleierzuflucht traf, hat mein Weg seine Richtung geändert. Oha. Vielleicht habe ich Mercer nicht lebend zurückbringen können. Ich aber zusammen haben wir meinen Namen reinwaschen und Gallus Erinnerung Frieden geben können. Ich habe immer gewollt, dass die Gilde über Mercers Schicksal entscheidet. Und offensichtlich hat die Gilde ja gesprochen. Ja, es sind alle richtig sauer. Werde ich eine Nachtigall werden? Ja, das hoffe ich zumindest. Oh, cool. Hier entlang, bitte. Oh, jetzt, nein. Kalia. Es ist gleich davon. Bitte. Du hattest doch noch zu sagen. Wir können Kalia vertrauen. Mal sehen, was sie im Schilde führt. Ja, Brignol, von Vertrauen, das ist schon... Wow. Das heißt, ich glaube, was? Wir können Kalia vertrauen. Mal sehen, was sie im Schilde führt. Na dann komm, mein guter Freund. Nachtigallhalle. Das ist also die Nachtigallhalle. Ich habe davon gehört, als ich in die Gilde eintrat. Aber nie wirklich daran geglaubt. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handle, wurde absichtlich in der Gilde verbreitet. So wurde die Aufmerksamkeit von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Warum also ich? Es geht hier nicht um Religion, Brynjolf. Es geht ums Geschäft. Ich glaube, wir können Kalia vertrauen. Mal sehen, was sie im Schilde führt. Es geht ums Geschäft. Ja. Dies ist die Nachtigallhalle. Wow. Seit über einem Jahrhundert seid ihr der erste Uneingeweihte, der einen Fuß hier hineinsetzt. Welche Ehre! Wenn ihr nun beide zur Rüstkammer gehen würdet, um eure Nachtigallrüstung anzulegen, können wir mit dem Eid beginnen. Die Rüstung schon direkt? Das ist ja cool. Ich muss gestehen, ich habe die Gilde lange, lange nicht mehr ganz zu Ende gespielt. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Brynjolf ist schon Feuer und Flamme. Nee, ich will erstmal die Rüstung mir angucken. Gestohlene Schatten. Nehmen. Ein diebisches Buch. Ja, wir müssen ja uns das angucken, natürlich.
Nur keine Eile, meine Lieben. Der Dark ist nicht immer der schnellste, aber er ist effizient. Oh. Oha. Wow. Ich will auch. Hotatong. Ah, nee, ich muss die noch anziehen. Ich dachte, die wird mir jetzt magisch über den Körper gestreift. Okay, Nachtigallhandschuhe, Schloss knacken und einhändig 25% erhöht. Okay. Illusionen, Kosten gesenkt. Wow. Ausdauer und Frostresistenz. Okay. Und Lautlosigkeit. Das ist doch gar nicht mal übel. Würde ich mal behaupten. Oh. Oh, wie. Wow. Das sieht doch mal richtig cool aus. Das ist eine richtige Diebesrüstung jetzt. Ich fand zwar die Lederrüstung auch immer ganz cool. Aber sollte ich da mich beeilen vielleicht? Die reden doch. Die reden doch noch weiter. Kannst nachher noch plündern, Dark. Okay, wir gehen. Nein, die warten. Super. Gucken. Aha, noch ein Schlafgemach. Alles ein bisschen runtergekommen. Die rote Küche. Noch ein Kistchen. Ja, Nocturnal findet das bestimmt schon mega, wenn ich da schon anfange, die Kissen auszuräumen. Das ist alles zur Huldigung. Ich werde ihr das alles schenken, wenn sie das haben will. Kein Problem. Okay. Boah, das ist wow. Episch. Einfach nur episch, auch das Symbol von Nocturnal. Oder von den Nachtigallen. Ja, ich nehme an, das ist das Symbol der Nachtigallen. Haie 2, oh. Titelbildchen. In Ordnung. Wir haben die Sachen an. Und jetzt? Hinter diesem Tor tut ihr den ersten Schritt, um eine Nachtigall zu werden. Okay. Jetzt mal halblang. Die Rüstung ist in Ordnung. Aber eine Nachtigall zu werden, so haben wir nicht gewettet. Damit wir auch nur hoffen können, Mercer zu besiegen, müssen wir Nocturnal auf unserer Seite haben. Mhm. Wenn sie euch als einen der ihren akzeptieren soll, dann muss eine Vereinbarung getroffen werden. Welche Art von Übereinkunft? Ich muss die Bedingungen wissen. Die Bedingungen sind ganz einfach, Brynjolf. Nocturnal wird euch gestatten, eine Nachtigall zu werden und eure Fähigkeiten für alles zu nutzen, was ihr wollt. Und im Gegenzug müsst ihr im Leben wie im Tod als Wächter des Dämmergrabes dienen. Einen Haken gibt es immer, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Wenn es das Ende von Mercer frei bedeutet, bin ich dabei. Was ist mit euch? Seid ihr bereit, euren Eid gegenüber Nocturnal abzulegen? Ja, ich finde das beeindruckend. Brynjolf, der lebt nur für die Gilde, habt ihr das gemerkt? Es ist der einzige Weg, meinte er. Finde ich so geil gemacht. Ja, ich bin bereit. Gut. Wenn ich das Tor öffne, stellt euch bitte auf den westlichen Kreis. Westen. Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas, nicht wahr? Wir sollten dir vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Guck, der vorher noch so, nein, oh, ich muss die Bedingungen kennen und jetzt ist der, wir müssen, Dark, komm, jetzt. Ich wollte noch kurz gucken, nee, das ist nicht das Schwert der Nachtigallen. Was haben die da für eine geile Waffe? Die Zeit läuft beide. Und Mercer ist immer noch da draußen. Habe ich noch eine Waffe gekriegt mit der Rüstung? Irgend so ein, ja, so eine Waffe wie sie haben. Das sieht doch wir cool sollten aus. Langsam loslegen. Was ist das? Das ist ein Dolch. Irgendein geiler Dolch. Ich will den haben. Ich fühle mich betrogen. Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas, nicht wahr? Na, geh jetzt. Brynjolf, hör auf zu quatschen. Oder wird ein. Ist eine richtige Labertasche geworden. Aha.
Okay, nee, ist zu dunkel. Wir stellen uns hin. Ich Nocturnal, Lady bitte. Nocturnal, Königin der Dunkelheit und Gebieterin der Schatten. Hört mich an. Ah, Kalia. Ich hatte mich schon gefragt, wann ich wieder etwas von euch hören würde. Ihr habt wohl etwas verloren. Meine Gebieterin, ich vertraue mich eurer Gnade an und übernehme die Verantwortung für mein Versagen. Ihr seid bereits mein, Kalia. Eure Bedingungen sind schon vor langer Zeit ausgehandelt worden. Was könntet ihr mir jetzt noch anzubieten haben? Ich habe zwei andere, die den Eid leisten und die euch im Leben wie im Tod dienen wollen. Aha. Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus. Mein Wunsch nach Mercers Ableben übertrifft mein Verlangen nach Reichtum bei weitem, euer Gnaden. Rache, wie interessant. Also gut, die Bedingungen sind akzeptabel. Ihr dürft fortfahren. Lady Nocturnal, wir nehmen eure Bedingungen an. Wir weihen uns euch sowohl als Rächer als auch als Wächter. Wir werden unsere Vereinbarung in diesem Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. Oh, tut mir sehr leid, ich habe gerade eine neue Funktion rausgefunden. Stummschalten. Tut mir sehr leid. Nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an der Zeit, euch den letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Okay. Hat er noch mehr getan? Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Den Skelettschlüssel. Aha. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Delvin hatte recht. Ich wusste es doch. Dieser Schlüssel passt also zu jedem Schloss? Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Okay. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Cool. Also das ist ein Schlüssel nicht nur für physische Schlösser, sondern auch für metaphysische Schlösser zu überwinden. Ganz geil. Das klingt, als sollte... als sollte ihn besser niemand besitzen. Nee, ich will den. Die Gilde sollte dieses Werkzeug in seinen Besitz bringen. Auch wenn das der Gilde mehr nutzen würde, als ihr euch vorstellen könnt, würde es am Ende mehr schaden als nutzen. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Oha. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Ah, ja, das stimmt schon. Das erste Mal, dass ich losziehe, um etwas zurückzugeben. Wohl wahr. In unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Ja, los geht's. Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Immer noch. Hör zu, Börschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Ja, was denn? Die Führung der Gilde. Ja. Hör zu, Börschchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Es muss geklärt werden. Die Führung der Gilde. Ja. Warum erzählt ihr mir das? Kalia und ich haben vor eurem Eintreffen lang darüber gesprochen. Dank eurer Leistungen wurde Mercers Verrat aufgedeckt.
Nachdem wir uns mit ihm befasst haben, müssen wir nur noch die Gilde zur alter Stärke zurückbringen. Wir beide glauben, dass ihr das Potenzial besitzt, Mercers Nachfolger als Anführer der Diebesgilde zu werden. Ich? Warum nicht ihr, Brignol? Ich bin schon lange dabei, mein Freund. Sehr lange. Ich habe den Adligen ihre Schätze gestohlen und Priestern Morde angehängt. Wow. Ich mache meine Sache gut und bin vielleicht sogar einer der Besten. Aber das ist alles, was ich kann. Ach. Ich bin kein Anführer. Ich hatte nie das Verlangen und es war mir auch nie wichtig. Ich will es nicht. Du bist wie ich, Brynjolf. Ich will das eigentlich auch nicht, aber wir müssen. Okay, könnte wohl auch ablehnen. Kann man? Nein, das wäre falsch. Alle in der Gilde bewundern eure Taten. Vielleicht sagt euch das nicht jeder, aber ich kann euch versichern, dass es stimmt. Und sie wissen nun, dass Mercer sich um die Gilde eigentlich nie wirklich geschert hat. Ihm fehlte die Loyalität, die ihr ganz offensichtlich besitzt. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Man kann nicht ablehnen. Es geht nicht. Man muss. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Brignol. Ja, wir haben vor eurer Beförderung erst noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Werdet jetzt also nicht sentimental. Doch, ein bisschen, vielleicht. Einverstanden. Dann steht es fest. Wenn alles vorbei ist und Delvins Kontakte mir versichern, dass wir in Himmelsrand wieder Fuß gefasst haben, befassen wir uns mit den Einzelheiten. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Ja, ich bin dir da vielleicht schon ein bisschen voraus. Dann sollten wir keine Zeit verlieren, Brignol. Ich habe mich mit den Plänen befasst, die ihr uns gebracht habt. Und bin mir sicher, dass die Augen der Falmer sich in den Zwergruinen in Irkintand befinden. Kalia und ich werden euch dort treffen. Macht euch bereit, Bürschchen. An den Kampf wird man sich lange erinnern. Euer kommt mit, cool. Wir sind jetzt wohl Nachtigallen, Brignol. Ja, und einiges von dem, was Kalia gesagt hat, ergibt langsam einen Sinn. Mercer hat vielleicht unseren Ruf beschädigt und unser Gold ergaunert, doch das geht selbst über seine Aktionen weit hinaus. Der alte Delvin nannte es immer einen Fluch und wir verspotteten ihn. Tja, zu früh gelacht. Ja. Meint ihr, wir haben eine Chance gegen Mercer? Hättet ihr mich gestern gefragt, wäre meine Antwort nein gewesen. Aber echt nun jetzt? Sind unsere Chancen gestiegen. Erklärt mich für verrückt, aber ich vertraue Kalia. Ich glaube nicht, dass sie uns auf eine Selbstmordmission führen wird. Außerdem sterbe ich lieber mit Mercers Blut an meiner Klinge, als den Rest meines Lebens zu bedauern, davongelaufen zu sein. Ja. Okay. Bis zum nächsten Mal, Bürschchen. Ich dachte, du hättest mehr Vertrauen, Brignolf. Wird schon... Sie versuchen schon einem zu vermitteln, dass der Mercer da so ein übler Typ ist. Tut mir leid, ich habe Wichtigeres zu tun. Wir reden ein andermal. Soll sich auf jeden Fall so anfühlen. Okay, ich glaube, wir haben uns aber hier schon ein versteckter Raum. Alles angeguckt, mehr oder weniger. Wir haben einen klaren Auftrag nach Irkintand reisen. Kalia. Jetzt noch Quatschi machen. Ich fühle mich nicht stärker. Mit dem Verschwinden des Skelettschlüssels aus dem Dämmergrab hat Mercer leider dafür gesorgt, dass keiner von uns von Nocturne als Gabe profitieren kann. Aha, aber sie hat mit uns gesprochen. Ihr habt nur den Eid geleistet, den ungeschriebenen Vertrag mit Nocturnal unterzeichnet. Ich fürchte, damit wir unsere Fähigkeiten erhalten, unseren Teil der Vereinbarung, muss erst der Schlüssel zurückgebracht werden. Okay. Dann zürnt Nocturnal uns. Wäre Nocturnal wirklich unzufrieden mit mir, mit einem von uns gewesen, hätte sie auf meinen Ruf nicht geantwortet. Ich habe keinen Zweifel,
dass wir immer noch in ihrer Gunst stehen. Und ich glaube, das bietet uns einen ausreichenden Vorteil, um Mercer Frey zu besiegen. Okay, das Glück ist uns hold. Darf ich jemals in die Nachtigallhalle zurückkehren? Ja. Nun, da ihr eine Nachtigall seid, könnt ihr dies als euer Zuhause betrachten. Oh, cool. Ihr werdet feststellen, dass es hier vieles gibt, was euch bei euren Abenteuern helfen wird. Und einen reichen Schatz an Wissen, von dem ihr profitieren könnt. Okay. Sobald der Skelettschlüssel ins Dämmergrab zurückgebracht wurde, werde ich diesen Ort auch zu meinem Zuhause machen. Oh, interessant. Wer ist Nocturnal? Sie ist die Geliebte der Nacht und der Dunkelheit und die Schutzpatronin jedes Diebes in Tamriel. Ich habe noch nie einen Dieb getroffen, der jemanden verehrt hat. Nocturnal legt keinen Wert auf Anbetung und Verehrung. Es gibt keine Priester und keine Predigten, keine Gottesdienste und keine Kollekten. Sie nimmt Einfluss auf unser Glück und erwartet dafür eine Gegenleistung. Hört sich nach einem guten Gildenauftrag an. Ihr seid näher daran, es zu verstehen, als euch klar ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine Bezahlung im traditionellen Sinn des Wortes verlangt und die Kosten manchmal recht hoch sein können. Ob es euch bewusst ist oder nicht, wie gut wir als Banditen sind, bestimmt allein Nocturnal. Ich verlasse mich nur auf mein Geschick, nicht auf irgendwelche Kräfte oder Magie. Noch einmal, ihr müsst anders denken. Habt ihr denn noch nie beobachtet, wie sich unser Glück verhält? So wie ein Novize, der ein unmögliches Schloss aufbricht, oder ein blinder Mann, der sich euch plötzlich zuwendet, während ihr nach seiner Tasche greift? Auf diese fast unmerkliche Weise übt Nocturnal Einfluss auf uns aus. Es wird so cool dargestellt, das gefällt mir sehr. Klingt, als würde es ihr Freude bereiten, uns leiden zu sehen. Die Launen Nocturnals sind für uns alle das größte Rätsel. Ganze Bände sind zu diesem Thema bereits geschrieben worden. Erzwingt sie die Bezahlung, wenn wir sterben? Ergötzt sie sich an unserem Elend, wenn wir leiden? Das weiß niemand. Der Lohn scheint das Risiko aber durchaus wert zu sein. Erzählt mir etwas über die Nachtigallen. Gallus, Mercer Frey und ich waren früher Mitglieder der sogenannten Nachtigall-Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit endete vor 25 Jahren, als Mercer Frey uns verriet, indem er Gallus erschlug und seine Leiche in die Ruinen der Schneeschleierzuflucht warf. Gehörten Sie zur Diebesgilde? Indirekt. Die Dreieinigkeit wird zwar meist aus Mitgliedern der Gilde ausgewählt, aber ihre Existenz ist ein gut gehütetes Geheimnis. Wozu sind Sie da? Die Nachtigallen schützen den Tempel der Nocturnal, der als Dämmergrab bekannt ist. Okay, alles klar. Danke dir, Kalia, für diese Geschichtsstunde. Es ist doch immer ganz nett. Okay. Dann mal kurz auf die Karte lunsen. Ich denke, wir haben uns erstmal alles angeguckt hier. Und können gehen. Oh, ganz nice. Viel erfahren. Mitten in der Nacht, ja. Okay, wo ist denn diese Ruine? In der Nähe der Schuhspitze. Oder wäre doch der Mordauftrag? Alain Dufour töten. Wäre da auch in der Nähe. Okay. Könnte natürlich zum Steinbogenpass schnell reisen. 420. Habe ich schon wieder Knochen und so dabei, oder was?
Ja, klar. Sollten wir vielleicht noch kurz entleeren gehen? Das liegt ja da eigentlich fast auf dem Weg. Haus Seeblick. Habe ich irgendwas vergessen? Okay, ich glaube, es ist ziemlich klar im Moment. Ich kann das ja jetzt mal versuchen. Ob das wirklich geht? Nicht mit diesem Winkel. Oder? Ich hatte nämlich einen Kommentar, einen interessanten Kommentar vom guten Alpaka, dass man den Luke Vakor! Den, wie hieß der Turm noch in Syrodil? Der große. Ich kann den Namen gerade nicht stammeln, dass man den erkennen kann von hier. Ich glaube, der ist doch ziemlich südlich von Himmelsrand, müsste der sein. Dass man den auf der Karte sehen kann. Wenn man richtig schwenkt, aber ich bin wahrscheinlich einfach zu doof dafür, die Kamera richtig zu drehen. Ich sehe da gar nichts. Habt auch schon Videos dazu gesehen, dass der irgendwo wo war das? Von hier oder von hier irgendwo Richtung Süden durch die Map laufen kann und dann den wirklich sehen kann. Das ist so eine 2D-Darstellung, aber der Alpaka müsste mich da nochmal genauer mir sagen, wie ich das machen muss. Ich krieg's nicht hin. Und ich habe mich informiert, aber man kann den wohl nur wirklich gut sehen über, also wenn man durch die Map glitscht und da noch ein bisschen über die Berge läuft. Ich war der Meinung, ich hätte ein Video gesehen gehabt dazu, das zeigt, wie man den auch sehen kann, ohne durch die Map zu glitschen, aber ich habe das nicht mehr gefunden. Habe ich mich vielleicht auch vertan. Auf jeden Fall interessantes Thema, dass wir vielleicht ein andermal noch lüften können. Hi, Pferdchen. Okay, entladen wir uns noch ganz kurz. Vogel liegt immer noch da. Aber was heißt entladen? Eigentlich nur ne, die Drachenherzschuppe hatten wir ja abgegeben. Oh, jetzt habe ich gerade ein bisschen Angst gekriegt, dass die weg ist. Oh, toll, die ist das. Die Colton haben wir auch noch dabei. So, wie viel Gewicht jetzt noch? 3,45. Das finde ich doch schon viel besser. Böser Vogel da. Landet der? Das war schon wieder so ein Doppelvogel. Der nicht stirbt. Fällt immer nur einer runter. Cool. Oha! Das hat sich ja tatsächlich wieder aufgefüllt. Oh, wir müssen das. Oh, haben die das gefixt? Das ist ja cool. Jetzt kann man da immer ein bisschen Bienen und Honig holen. Oh, das, wow, cool.
Die Eisstacheln sind immer noch drin. Sieht aus wie ein Flugzeug. Ach, Auftrag. Du hast einen Auftrag. Geh. Komm. Okay, gehen wir da mal. Okay, nee, wir gehen zum Loreus-Hof und decken uns mal unser letztes Häuschen auf. Das haben wir auch schon gekauft. Und vielleicht merkt ihr auch, ich will das irgendwann in nächster Zeit mal angehen mit den Häusern. Oder zumindest mit einem weiteren Haus. Okay, wir müssen einfach nach Norden. Sehen wir das sogar schon. Das erste haben wir ja zu 100% fertig gebaut. Es wird Zeit, mal das zweite anzugehen. Welches soll ich denn machen? Also in Falkenring haben wir schon ein bisschen angefangen zu bauen. Das Grundhaus. Und hier waren wir noch überhaupt gar nicht. In Haus Helljarchen. Aber mir spielt es überhaupt keine Rolle, welches wir jetzt da vorher oder nachher machen. An den Hirsch. Von daher könnt ihr mir gerne Bescheid geben, wie ihr das... Na, welches, das ihr zuerst mit mir noch bauen wollt. Okay. Boah, das gucken wir uns doch ganz kurz an da. Sturmruh haben wir entdeckt. Das ist eine Höhle. Nicht wirklich. Ja, den riesen den Loot klauen, das ist doch immer ganz cool. Supi. Und Valkenstein hatten wir länger nicht mehr. Und natürlich auch noch das Skeva-Fleisch da. Nam nam. Gehen wir zu der Ruine. Boah, das Wetter wieder. Was ist denn da los? Nur noch so schlimmes Wetter. Das ist ja fast... wie bei uns. Oh, ich wollte gerade sagen, da kommt was. Feuerblitz. Ah, es reicht einfach nicht. Reicht einfach nicht mit der Marika, die wir haben. Und. Oha. Glück gehabt, er hat uns noch was platt gemacht. Ja. Ein Troll weniger. Ich weine dem jetzt nicht nach, ehrlich gesagt. Bösen Trolle. Ne, wir gehen da noch hin. Ich will mir das angucken. Das ist doch immer so ein... eine Lichtung oder ein kleiner... Tümpel! Oha! Hallo, Bär! Mann. Oha! Ah ja, wir tragen ja nicht mehr unsere OP-Rüstung. Das könnte daran liegen. Upsi. Tut mir leid. Das war keine Absicht. ich
Ich muss gestehen, das überrascht mich jetzt wirklich ein bisschen. Was für ein Tod. Mann! Ja, komm, Pferdchen. Ja. Folgenden Fußspuren des Toten Dark. Eieiei. Schämen muss ich mich da, ja. Aber die Rüstung sieht einfach... Wow. So cool aus. Wir müssen die verbessern. So, Häusele. Check. Ich würde sagen... Direkt zum Ziel. Ich habe schon wieder zu viel Zeit vertrödelt. Es läuft uns alles nicht weg. Die Erkundung. Ich bin heiß auf die Diebesquests. Ich will mal die Geschichte da zu Ende bringen. Es sind ja nicht mehr allzu viele Quests. Dann hätten wir die erste Questreihe mal abgeschlossen. Und da noch ein Grab. Das umreiten wir. Ja, ich werde auf jeden Fall die Rüstung dann wieder wechseln. Wir müssen die erstmal verbessern, dass wir die wirklich nutzen können. Jetzt reite ich falsch. Ja, ich reite falsch. Wir müssen da unten rein. Ich mal behaupten. Hier. Super. Marker ist nirgends. War das vorhin ja gar nicht mal so verkehrt mit meiner Richtung. Da kommt er wieder. Der Todesbär. Jetzt mal wieder in meine Rüstung rein. Guckt euch mal. 237, da habe ich doch schon mehr nur mit meinem Brustpanzer. 499, ja, bisschen. Kleines bisschen mehr. Jetzt können wir uns mal den Unterschied angucken. Hau mich. Ja, nochmal. Nochmal. Komm. Hauen, habe ich gesagt. So, und jetzt waren wir vorhin tot. Also. Nur mal so den Rüstungsunterschied so im Vergleich zur Defense. Also, ja. Man merkt das auf jeden Fall. Und hier waren wir schon. Wir haben schon ewig keinen Riesen mehr platt gemacht. Sauber. Ja, warum nicht, ne? Das... muss man manchmal machen. Ah, Küsschen. Oh, die ist nicht mehr verschlossen. Warum denn nicht? Ich will doch trainieren. Oh, nochmal ein Troll. Komm her, du Troll. Dann haben wir wieder alle Kreaturen getötet, die wir vorhin auch hatten. Es gleicht sich auf jeden Fall aus. Jetzt will ich mal noch kurz noch mal was gucken. Denn der wolkenlose Himmelschrei wirkt sich hier eigentlich auch auf die Karte aus. Unbewölkt können wir uns jetzt die ganze Karte angucken. Aber das mit diesem Turm... krieg ich nicht hin.
glaube, wir sind da. Wir sind da. Ich hätte gerne. Oder? Nee. Was? Oh, sind da noch Diebe? Und so? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Warst du dir sicher? So, dass du etwas gehört hast. Komisch. Na? Oh. Aber sie war sich doch sicher, dass sie was gehört hat. Okay. War wohl nur sie hier draußen. Der erste Wachposten. Oh, upsi, nein. Dark, du bist alles andere als sneaky unterwegs. Was ist denn los? Du kannst das doch besser. Gehört ihr mir? Wo seid ihr? Das ist so genial. Das ist einfach so genial. Oh, Unsichtbarkeit. Das ist OP. Wie weiß ich was? Ich stand doch vor der und habe mich unsichtbar gemacht. Dass die mich jetzt nicht sieht. Das ist schon heftig. Ich komme. Ich komme. Ich gehe. Nun ja, ist wohl weggelaufen. Ja, ganz klar. Hat sich in Luft aufgelöst. Ha! Oh, das war zu früh. Schon wieder entunsichtbar. Okay, wir machen uns das mal so ein bisschen leicht hier draußen. Ja, die Unsichtbarkeit, das ist so geil. Dann noch den Schleichschaden. Kann sehr viel Spaß bringen. Braucht man auch das Leben entdecken eigentlich nicht mehr. 2 Dreien? Was hat er sich dabei nur gedacht? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Oh, du Böser, du hast betrogen. Ich werde dich meucheln dafür. Aber sowas von. Es gab einst eine Hulde, ihr Haar ist wie dem Golde des Frühlings in Strassenmeckei. Okay. Wäre eigentlich cool, wenn er aufstehen würde. Oder geht das auch beim Sitzen? Ich glaube nämlich nicht. Ja, ich habe ihn nicht mal unsichtbar gekillt. Okay. Das ist ja ganz easy. Oh, Tränkis, die brauche ich schon. Das wird übel beim Mercer. Das wird ganz, ganz übel. Da ist auch noch einer. 2. Hi. Müsste sie kurz am Hals untersuchen. Na, ja, das war jetzt auch sinnlos. Ein Ork. Ein Raufbold. Das ist schon hart. Einfach hart. Sie dürfen sich nicht wehren. Leichen sind wir auch mittlerweile gut genug, damit wir die Lautlosigkeit, also wir brauchen die gar nicht mehr. Was sieht creepy aus, wie der immer noch da sitzt.
denke mal, das war's. Hier, Treppe. Oh, nein. Aua. Glück gehabt. Ich möchte gerne noch das Tor aufmachen. Ach. Ah, okay, ja. Kann da wohl abkürzen. Wo ist denn das Tor? Haben die das schon aufgemacht? Mal hoch da. Nee, es war doch hier vorne. Ja, hier vorne war das. Okay, der hat sich wohl gerade selbst niedergestreckt. Mann, schade. Wir müssen noch weiter rein. Ich war zu früh. Ich war zu früh. Ich war zu schnell. Das ist, wow. Das erste Mal in meinem Leben. Was für ein Rausch. Ah, da, Knopf habt ihr übersehen. Wie doof kann man denn sein? Hat man ewig lange Wache am selben Ort und kennt die Fallen nicht. Okay, wir machen einfach mal auf. Da ist doch bestimmt irgendwo noch einer. Wir bleiben im Schatten. Ne, wir bleiben ein Schatten. Ja, da kommen bestimmt noch. Stimmt. Und ja, die Folge ist schon beinahe wieder rum. Ging ja wieder sehr, sehr schnell. Ja, ich hatte wieder einmal einen schönen Tod. Ist da jemand? Hoppala. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Einen schönen Tod für euch dabei. Das ist so hart. Das ist so hart. Na, wenn das Auge geöffnet ist, kriegen die irgendwie weniger Schaden. Kann das sein? Weil für das Meucheln von hinten mache ich auch einen normalen Schlag, nicht einen aufgeladenen. Das reicht eigentlich. Oh, da sind noch einige. Okay, einen kriegen wir noch. Locker. Cool. Viele, die da postiert haben, immer wieder. Sowas mag ich. Oh, das ist wohl der Anführer. Ja, der wird wohl jetzt ein bisschen härter werden. Nee, gar nicht. Aufgezogenen Schlag hat jetzt bei dem gereicht. Ein harter Schlag, besser gesagt. Oh, Christian, auch nicht verschlossen. Was ist denn los mit euch? Ich will doch trainieren. Oh, wie hoch. Wie hoch wir schon sind. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Ah, wunderbar. Und bevor wir reingehen, kann ich schön die Folge hier beenden. Genial, genial. Ja. Ganz speziell. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Das war eine nice Folge. Wir sind Mercer weiter auf der Spur. Ich freue mich, mit euch hier weiterzumachen in der nächsten Folge. Habt bis dahin eine gute Zeit und auf Wiedersehen.